Sandwich bei Amazon bestellen. Mache ich auch immer. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist Forest Ranger Simulator Video. Vielen Dank an die Entwickler, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt lass uns mal reinschauen. Am 15.01. kam ein neuer Content Update. Wir haben jetzt Survival-Teile, wir haben jetzt irgendwie Hausbau. Und das wollen wir doch jetzt mal alles ausprobieren. Dieser Simulator, der auch von so unserem bekannten Simulator-Entwickler oder Publisher, besser gesagt, kommt, was der so kann. Schauen wir mal, dass hoffentlich wenig Trash ist, aber ich kann euch jetzt schon versprechen, hier wird ganz viel Trash sein, weil wir sind quasi nämlich die Waldpolizei und müssen Trash aufräumen. Beschädigt, ja, das ist ja ungeil. So, na, wir haben nämlich hier die wunderbare Stiftung Rettet den Wald gewonnen, warte, beim Wettbewerb gewonnen und dürfen jetzt hier den Wald aufräumen. Ist auch toll, ne? Hast gewonnen und was darfst du machen? Wald aufräumen. Genau, wir können alles aufsammeln und haben dann am Ende Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Elektronik und Gemischtes. Das Gute ist, wenn wir irgendwie, also wir haben leider nur einen Sack, wenn wir aber mehrere Säcke sammeln, dann wird es zum gemischten Sack. Wenn wir dann aber wieder an der Basis sind, können wir tatsächlich einfach den Sack auskippen und dann hier umsortieren nochmal. Finde ich sehr, sehr nice. So. Genau, das sollen wir auch dann tun. Wenn wir dann zum Beispiel auch aufräumen und tote Bäume umhauen, sollen wir eben genau nur die nehmen, die mit dem roten X markiert sind. Alle Bäume, die noch gesund sind, die sollen wir nicht umhauen. Später haben wir auch nochmal ein Auto. Und genau. Außerdem sollen wir auch schauen, dass wir irgendwie die Vögel füttern, die Waldbrände löschen, die Fallen der Wilderer wieder entschärfen und mitnehmen und entsorgen. Und so fangen wir doch mal hier in diese Dings an. Es gibt zwei Spielmodi, einmal den Kampagnenmodus oder den Questpfad-Modus heißt es irgendwie, ne? Muss jetzt auch auf Deutsch gestellt, um mal zu schauen, wie deutsche Synchro bzw. die Lokalisierung ist. Ich glaube, Synchro gibt es gar nicht. Kein Voice Acting, sondern nur Text. So, genau. Im Inventar, also im Hauptmenü habe ich schon gesehen, da funktioniert es nicht ganz so gut. Das, genau. So, wir haben jetzt hier auch schon ein paar Sachen, die wir aufheben können. Und links sehen wir, dass der Müllsack, den wir haben, noch gelb ist. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, das hier aufsammeln, dann wird es plötzlich zu einem grauen. Das ist gemischt. Das heißt, wenn wir jetzt hier eins rauskippen, das letzte, dann wird das auch wieder gelb. So. Ja, blöd. Das letzte rauskippen. So. Und das ist jetzt wieder der gelbe Sack von gerade eben. Wir sollten auch diesen Dings mitnehmen. Ich frag mich, warum wir diese Dose nicht mitnehmen können. Soll das Deko sein? Naja. Genau. Wir können jetzt hier auch schon mal alles reinkippen. Zack, zack, zack. Können wir den Sack hier gerade weiterverwenden. So. Genau, wie gesagt, hier alles mal mitnehmen. Das Blöde ist bloß, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, was es ist. Ich glaube, es gibt aber irgendwo am PC, also da drin, eine Möglichkeit, Müll zu identifizieren. Was soll ich denn da? Okay, ganz komisch. Aber zum Beispiel bei dieser Kühlbox wüsste ich jetzt nicht, wo ich sie hinwerfen soll. Weil, wenn ich es richtig weiß, ne, in so einer Kühlbox ist ja so komische Flüssigkeit, die, glaube ich, nicht so Standard Hausmüll ist. Das heißt, das wäre ja ungünstig. Ah, okay. Hätten wir jetzt auch lassen können. So, blau, 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 blau. Nur noch. Nee, das war falsch. Das ist auch so ein komischer Teller. Falscher Teller. Ist das ein Pappbecher? Das ist kein Pappbecher. Da ist ein Pappbecher. Das ist auch kein Pappbecher. Na gut. Dann haben wir jetzt hier einmal Papiersack. Den müssen wir jetzt aber noch nicht wegwerfen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja später nochmal so eine... Warte, mit dem hier ist schon... Der hier ist jetzt schon gemischt. Okay. Das hier ist auch gemischt. Nehmen wir das dahin. Du hier. Auch gemischt. Und die auch irgendwie irren? So, du bist gelb. Und ich glaube, das sind alles die Spraydosen. Die sind also besonders.
Hier so rein. Genau, wenn ich die jetzt das aufhebe. Lila, 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 lila. Und jetzt wird es gemischt. Genau. Dann hier den lila. Die lila Tonne haben wir halt noch nicht. Und das hier ist jetzt nochmal. Genau, in den Sack reinwerfen. Okay. Und du wird jetzt alle gemischt. Tada, tatsächlich. Okay. So, und du bist jetzt noch ein Schrank, den ich verwenden kann? Hier liegt auch ganz viel Müll. Die Frage, dich. Was für Müll wärst du? Ich habe doch gesagt, hier. Hier, Forest Wiki. Vielleicht Sperrmüll. Sperrmüll. Genau, wunderbar. Hier steht's auf. auf Französisch. Das hilft mir total viel. Und anscheinend gäbe es hier die Möglichkeit, Sperrmüll zu verkaufen. Aber wir haben jetzt hier. Das scheint noch nicht dafür bereit zu sein, Sperrmüll zu verkaufen. Okay, das müssen wir also vielleicht auch später verschieben. Dann gucken wir mal noch weiter. Hier. So, wir haben auf den Elementen. Achso, wenn ich jetzt Q drücke, dann sehe ich auch diesen Fitzel nochmal. Und dann hier reinwerfen, was auch immer du bist. Hat 30 Cent für dich gegeben. Dann ist das schon mal gut. Ja, also irgendwie diese deutsche Übersetzung hat noch nicht so viel geholfen. Oh, dass ich wieder auf Englisch zurück. Weil Englisch verstehe ich zumindest groß eigentlich fast die ganze Zeit. Französisch ist schwieriger für mich. Ah, cool. Es bleibt Französisch. Und das bleibt Deutsch. Ah, okay, wenn ich jetzt hier. Use boldly the track. Warte mal, wenn ich das jetzt hier wechsle. Ah, jetzt wird's wieder. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt das hier nur so andinger. Ah, dann sehen wir zum Beispiel, dass das hier ist auch ein lila Ding. Aber ich habe mich schon gewundert. Ich muss ja zugeben, ich habe das gerade eben schon ein bisschen angespielt, um zu schauen, ob hier alles läuft. Genau. Ach cool, und das hier, obwohl jetzt da irgendwie eigentlich so Flüssigkeiten vom Kühldings sein sollten. This is plastic and metal. Ja, coolio, gute Funktion. Was bist du? Du bist... Nichts davon? Okay, du bist anscheinend kein Müll. Okay. Ja, dann gehen wir noch jetzt mal. Ah, hier könnten wir bauen. Das ist das Baumenü. Ah, Woodworking Table. Hier drücken wir Escape. Weil das ist ja eigentlich gerade nicht, was ich tun soll und machen will. Ich soll doch jetzt gerade Müll sammeln. Ah ja, und hier kann ich schon den ganzen Müll sehen. Dann können wir mal hier rüber rennen und nach Müll suchen. Wunderbarer Spaziergang. Ist es noch weit? Sind wir bald da? So ungefähr komme ich mir dem Spiel immer vor. Weil ist es noch weit? Sind wir bald da? Ist so die Standardfrage, die ich mir immer stelle. Da drüben ist auch noch Müll. Okay, das heißt, wir haben den einen Loot-Spot jetzt. Loot-Spot sage ich schon dazu. Guck mal, toller Loot. Loot. Nehmen wir das mal mit. Wir lernen es dann. Ja. Base aus. So das. Auf der Karte auch schauen. Ne. Irgendwas haben wir. Ah, hier. Naja, wenn ihr daheim sitzt und die ganze Zeit mich anschreit, von wegen, da liegt das doch noch. Sorry. Der Müll ist teilweise schwer zu sehen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich hier alles. Nö. Jetzt alles? Jetzt habe ich alles. Okay. Hier auf die andere Seite des Ufers. Und dann schauen wir mal, was sie hier alles für Müll finden. Müll. Ja.
Blöde ist ja, die Bodentextur sieht schon so müllig aus, dass es irgendwie nicht so ganz auffällt. Aber anscheinend habe ich alles. Genau, rennen wir kurz mal unserem Daheim vorbei. Anscheinend habe ich auch eine E-Mail bekommen. Irgendwas. Doch gleich mal. Und wir sind schon daheim. Ah, wenn wir mal da lang gegangen wären, wären wir viel schneller dort gewesen. Ja. So ist halt. Okay. Ausleeren. Ich wünschte, es gäbe eine Alles-Ausleeren-Funktion. Ich müsste nicht die rechte Maustaste gedrückt halten. Aber ich muss ja sagen, in diesem Spiel ist es so ein konstanter Ding. Dass ich mir denke, oh, es wäre voll super, wenn ich diese Taste jetzt hier nicht halten müsste. Weil das ist irgendwie ständig. So, blau. Blau, blau. Ich habe einen Skillpoint bekommen. Fantastisch. So, gut. Blauer Sack, blauer Sack. So, das hier ist Plastik. Kartons sind anscheinend auch Plastik. Hier die Chipstüten, Plastik, die Dosen, Metall. Ah, ne, da habe ich irgendwas aufgesammelt, was ich nicht wollte. Ah, das war das Glas. Ne, das ist vermutlich ein gemischter. Ist ein bisschen witzig, dass es als gemischt gilt und dass ich nicht einfach den Deckel abheben kann, um es in Plastik und zu trennen. Ja. Plastik und Pappe. So. Hier noch. Das hier, das ist auch noch eine Dose. Das ist auch noch eine Dose. Dose, Dose. Das kann auch eine Dose sein. Fertig. Nice. Also. Don't forget that your first home was the forest. It gave you shelter. Ah ja. Okay, haben wir Skillpunkte bekommen? Ich habe einen Skillpunkt bekommen. Ui. Schalten wir mal das Rennen frei. Ich glaube, es hört sich ganz gut an. So, jetzt wollen wir außerdem Vögel füttern. Wir haben ja vorhin hier schon zwei Säcke Vögelkram aufgehoben. Zerdrücken. Ja, ja. Hier drin. Alter. 10 Dollar bekommen. Jetzt. Machen wir das hier auf. So, warte. Hier grün. Glas, Glas. Oh, warte. Da war irgendwas nicht Glas. Ach so. Ja, da habe ich aus Versehen hier mit aufgesammelt. Glas, Glas. Und zieh mal weg. Ach so, wir haben noch den Papier Dings noch nicht. In fort mit. Sollen wir anscheinend diesen Bienenstock irgendwo hintragen, wo Blumen sind. Die Richtung sind Blumen. Ist anscheinend auch nah. Halbwegs nah zumindest. Genau, hier ist auch so ein Moment, wo ich mir wünschte, dass ich diese Taste, also die Maustaste, nicht drücken musste. Weil wenn ich die linke Maustaste loslasse, ach, das ist das Spiel, das hier. Und ich finde das irgendwie seltsam. Warum kann ich nicht einfach
Weil jetzt muss ich gerade, damit ich auch weiter sprinte und nicht in diesem Tempo durch den Wald schlendere und langsam vor mich hingehe, muss ich die ganze Zeit Shift gedrückt halten. Und jetzt muss ich auch noch die Maustaste gedrückt halten, damit das Spiel ja nicht irgendwie noch langsamer wird. Ich weiß ja, irgendwie Entschleunigung ist was Cooles, aber ich weiß nicht, ich wünschte, sie würden das nicht mit mir machen. Und nicht hier. Und ich finde schön, dass das jetzt anscheinend gilt, dass das hier gilt als, ich habe einen Bienenstock aufgestellt. Mhm. Hab ich gut gemacht. God, am I am good. So. Und nun? Dann gehen wir wieder nach Hause. Also, vielleicht löschen wir auch vorher erst noch ein Feuer. Feuer. Also tatsächlich sogar hier halbwegs in der Nähe. Ich habe ja praktischerweise den Feuerlöscher mitgenommen. Hallo? Feuer. Fire! Exclamation mark Fire! Schön, dass wir auch so eine ruhige Meldung dazu bekommen. Es brennt im Wald. Bringen wir einen Feuerlöscher mit. Frage, wo brennt es denn jetzt hier im Wald? Ich wünschte ja echt, ich würde hier schnell unterwegs sein. Aber haben wir schon den Skillpunkt dafür freigeschaltet. Okay, warte. Ah, glücklicherweise gibt es hier eine Brücke. Genau, weil, ne, man müsste meinen so, wenn es brennt, dann sollte man auch einfach so durch Wasser durchgehen können. Aber unser Charakter ist ein bisschen wasserscheu. Mann. Schon schwierig, so Wasser, oh Gott, das ist ein Naturbursch. Kann man immer einfach so ins Wasser stecken. So. Ersticke, Feuer, ersticke. Nice. So gut gewesen. Ah ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch mal den ganzen Müll hier mitnehmen. Alter, wir hatten hier seinen Müll so hart abgeladen. Das sind ja alles nur Werkzeuge. Das hier müssen wir das können wir nicht in den Sack tun. Ich verstehe ja so ein bisschen das hier, dass wir das nicht in den Sack packen können. Oh, aber was? Warum denn die Zange nicht? Ja, Bretter meinetwegen auch nicht. Sind die wirklich Müll? Sind wirklich Müll. Ach je. Ja, meinetwegen auch der Propangastank. Den könnten wir eigentlich einfach verkaufen, vermutlich. Aber der Mesh, weißt du, das hier geht nicht, aber das Wasser, die Wasserwaage ging jetzt wieder. Und warum geht die Spraydose nicht? Wir haben vorhin andere Spraydosen gehabt, die gingen. Where is the logic? Oh Gott, nee, ich habe keinen Bock mehr hier auf diese Location. Die macht mich unglücklich. Vor allem die Säge, die ist noch voll gut. Die könnten wir einfach mitnehmen und einfach nutzen. Unsere Zwecke verwenden. Also ich weiß ja nicht, was das Spiel hier hat. Wir könnten das ganzen Scheiß hier upcyclen. So, kann ich das irgendwie... kann ich aufstehen? Nö, geht nicht. Okay. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Mit meinen 14 Kilo Müll. Ach, ist das vielleicht der Grund? Ist das der Grund, dass ich die nicht aufsammeln konnte? Weil ich schon... Weil mein Sack voll ist? Ach so, mein Sack ist voll. Ah ja, gut. Das Problem ist ja... Lassen wir das. Okay, und jetzt wird alles in so einem dreamy, verklärten Ding. Ich glaube, mein Charakter hat Hunger. Aber... das Problem an diesem verklärten, dreamy Ding ist... Ich finde den Weg nach Hause fast nicht. Und ich weiß nicht, wie ich mir Essen mache. Mache ich mir denn Essen? Oh, Spicky. Also ich weiß, wie ich die Vögel füttere, aber ich weiß nicht, wie ich die Vögel futtere. Das wäre Hunger Indicator. The hunger bar is located around the player icon. Over time it will begin to drop to replenish the level of the most food... The, what's of the most food?
Buy it from the store or produce it. Remember to have a little food in the inventory before heading to the forest, because fainting and returning to lodge may occur. Yes, okay. Remember, yeah, Forest Ranger hunting is not an option. Okay, nicht Vogel füttern, futtern. Either buy ready-made food or ingredients to make it yourself. To eat, select an item. Okay. Aber wo kriege ich denn jetzt Futter? Wo kriege ich denn jetzt Futter? Like, could you please tell me? Das wäre jetzt noch fantastisch. Und ich finde es auch schön, dass uns das halt gesagt wird, während wir, also ne, es wird mir ja nicht gesagt, dass ich das machen soll, bevor ich hier losgehe. Von wegen, aber achtet darauf, geh niemals ohne Nahrung in den Wald, sondern irgendwann, weil das Tutorial das so nicht vorgesehen hat, vermutlich weil es erst jetzt später als Update kam. Ah, hier ist eine Brücke. So von wegen, ja, by the way, ne? Jetzt verhungerst du gerade. Wir geben dir die Indikatoren, indem du jetzt einfach nur noch alles in so dreamy blurry siehst und so eine weiße, leichte Wahnvorstellung. Und jetzt tappst du im Dunkeln durch den Wald und hast Hunger. Ich find's voll gut. Also ich find's realistisch, total. So gehen auch viele Leute in den Wald und verhungern und verirren sich. Ich habe glücklicherweise hier ein Radar, der mir irgendwie grob dabei hilft oder so ähnlich, nach Hause finden, wenn ich denn hier durch die... Ah ja, guck, hier brennt irgendwas. Es ist glücklicherweise unser Licht und nicht die Hütte. Das wäre jetzt echt bitter gewesen, kommst du zurück, brennt die Hütte. Das wäre unpraktisch gewesen. Na gut. So, dann gehen wir nochmal... Hey Leute... Was kann man hier kaufen? Hier kaufen, Homestuff. Homestuff. Das jetzt weniger ergiebig. Necessities, ja. Also ich fände es necessary, nicht zu sterben. Immer nochmal einen Hammer, eine Axt, eine Taschenlampe und vielleicht auch so ein Brecheisen. Gab es hier Brecheisen? Brecheisen. Brecheisen. Oh, hier. Ich glaube, ich sollte auch noch mal Birdfutter. Aber wo ist denn mein Futter? Ach, das ist dieses... Das ist ein Sandwich. Ah. Ja, okay. Ja, coolio. Sandwich. Sandwich bei Amazon bestellen. Mache ich auch immer. Ich weiß nicht. Okay. Jetzt haben wir hier alles geliefert bekommen. Taschenlampe. Ah ja, ein Hammer. Und der Rest. Jetzt zuerst das Sandwich bestellen sollen. Birdfutter? Oh. Ah, unter uns. Sandwich. Ah, das leckere Bodensandwich. Okay, Bodensandwich. Oh ja. Nom, 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 nom. Lecker. Bodensandwich. Und anscheinend habe ich jetzt auch Honig. Ja, wir sollten direkt noch mal so ein Bodensandwich bestellen. Für next time. Na, bestellen wir auch direkt zwei. Gut. Ich glaube, jetzt ist auch unser Brecheisen angekommen. Was hat irgendwie Klonk gemacht? Ja. Brecheisen ist angekommen. Hallo, Brecheisen. Hallo, Axt. Und Bodensandwich kümmern wir uns gleich drum. So, und jetzt geben wir mal unseren Müllsack hier noch aus. Oh, warte, jetzt haben wir gerade alles nur Metall. Lass mal das jetzt noch aufsammeln, das noch aufsammeln. Das hier, das hier. Kann ich hier auch alles wieder hier reinkippen. Schön. Ja, hier dazu. Können wir den eigentlich kaufen? Nee. Aber wir können den ja später kaufen.
Wieder eine E-Mail. Vielleicht sollte ich auch diese E-Mails mal lesen. Mir hat aufgefallen, dass ich sie gar nicht gelesen habe. Aber ja, also, ich weiß nicht, ein bisschen, es fühlt sich so clunky an, dieses Spiel. Aber ja. Transporting larger garbage, you will need a car. You can buy from the online store. To get in and out of the car, use the T key, the headlights turn on, the F key. Remember to control the amount of fuel in the tank. If you run your car hard, you must expect that it might also break down from time to time. Buy fuel and spare parts from the online store. Okay. Ja, actually allows you to cross the shore in complete safety, although partially submerged in water, it's still completely functional. Okay, cool, dass sie mir sagen, dass die kaputte Brücke noch funktioniert. Aha. Okay, Julio. Aber. Gut. Ich meine, jetzt haben wir. War das hier? Warte, haben wir zwei davon? Seit wann haben wir zwei Brecheisen? Oder sonst das heißt, sonst ist einfach sagen so, okay. Wenn unser Brecheisen zweimal nutzen, danach ist es kaputt. Vielleicht soll es das heißen. So, gehen wir jetzt mal hier auf Jagd nach der Falle. Witzige ist, ich glaube. Ja. Falle ist nicht so schlimm. So, damit dieser Müll nicht bei uns hier in der Welt rumliegt und der Typ, der sie aufgestellt hat, nicht einfach wieder hingehen kann, sie wieder einfach aufklappen kann. Nehmen wir die mit nach Hause und, keine Ahnung, ich meine, sie ist aus Metall, wir können sie in den Metallmüll werfen. Oder wir halten sie als Trophäe. Komm, wir behalten sie als Trophäe und schmeißen sie hier in diesen Müll. Funktioniert total gut. Okay. Hinten ist eine weitere. Die ist tatsächlich ein bisschen schlecht zu sehen. Oh gut. Nice. $20 bekommen. Schauen wir, was die nächste Quest ist. Ich meine, an sich ist ja eigentlich schon so eine gute Einladung in das Spiel. The sweet love of a beekeeper. Now that you've got a beehive in the clearing, it's time for your first harvest. First, find your hive and check to see if the industrious bees have already produced sweet honey. Take it with you, return home and put your honey up for auction. This way you will be able to make money from his apiaries in the future. Remember that? Huh? Wir müssen nicht ständig in der Gegend rumbewegen? Elend. Ich finde schön, dass das hier eigentlich sein soll, dass wir, ich glaube, hier Dinge verkaufen können. Aber so wie wir damit umgehen, klingt es so, dass wir die nicht mehr verkauft bekommen. Ah ja, den alten Drucker, den können wir anscheinend nicht verkaufen. So, hier. Geht das jetzt tatsächlich? Das würde verkaufen. Sell. Ja. Auction. Auction, Auction. Was ist? Ah ja, witzig. Okay. So, das ist gar kein Drucker, das ist ein alter Fernseher. Wunder will denn niemand haben. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob es so sinnvoll ist, dass wir das andere Ding jetzt da versuchen zu verkaufen. Ich meine, vielleicht brauchen wir noch die Spüle. Irgendwas. Wow, das Ding wurde für $2,3 verkauft. Ui, wie toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Taschenrechner für $1,70. Richtig. Wird ja richtig reich hier. Unglaublich. Oh, $4,50 für einen großen Lautsprecher.
Ich schwimme in Knete. Hört sich irgendwie auch ein bisschen klebrig an. Aber gut. Ich meine, besser verkauft als noch hier rumliegen. I guess. So, mal der Water, Bienenstock. Genau, dann gehen wir jetzt hier am Fluss entlang. Finde schön, dass wir immer dieses Geräusch von so einem Holzspecht hören, anstatt dass wir irgendwie den Auktionshammer hören. Weil irgendwie Auktionshammer ist ja einmal so ein sattes Klopf und nicht ein Klopf, 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 Klopf. Aber vielleicht ist ja auch der Auktionär, vielleicht ist der ja ein Specht. Wir haben Honig. Und außerdem ist gerade alles wieder so rosig verklärt geworden. Ich glaube, wir müssen wieder was essen. Ja, Mumpfi, 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 Mumpf. Mumpfi, Mumpf. Sehr gut. Alles wieder besser. Gut, wir müssen auch anscheinend noch nicht schlafen. Finde ich auch sehr, na sehr nice. Das ist praktisch. Sollten auch direkt wieder ein weiteres Bodensandwich bestellen. Bodensandwich. Das beste Sandwich der Welt. Das schmeckt richtig nach was. I don't know. Richtig nach Boden. So, jetzt können wir anscheinend auch den Honig hier so platzieren. Und er stoppt mir das. Leuchtet das grün. Und dann gehen wir hier zum Auktionshaus und sagen, please, verkauf meinen Honig. Yes. Und wo können wir sonst jetzt eigentlich ein Auto kaufen? Habe jetzt hier irgendwie nirgendwo gesehen. Kaufen. Ach so, hier. Wenn wir für 250 Solaris. Ah ja. Das heißt, wir müssen noch richtig, richtig viel Müll sammeln. Oh, ein Vögelchen. Die Vögelchen. $7,50. Okay. Prime time to relax and take a walk in the forest, but to avoid boredom, we have another task for you. Oh, basket of mushrooms. Okay. Können wir jetzt Zipfel gehen? Gehen wir mal hinter das Haus. Nein, sind da mehr Pilze. Pilz, Pilz, Pilz. Ah, wir können anscheinend noch Reisig sammeln. Äste? Wofür? Ah, guck mal, hier, Pilze. Pilz. New species of mushrooms. Ich hatte Mushroom Atlas for more information. Ich glaube, wir haben Pfifferlinge hier, oder? So, wenn wir jetzt außerdem mal unsere wunderbare Axt hier nehmen. Mal umschlagen. Oh nein, da müssten wir jeden Dings einzeln hier rüber tragen. Ist ja elend. Das ist ja furchtbar. Wie viel das denn? Okay, wir haben jetzt auch mehr verschiedene Pilze. Also noch eine zweite Pilzsorte. Und wir können uns trotzdem damit den Pilzkorb voll machen. Können wir jetzt auch den Pilzkorb irgendwie mal um, also sortieren, oder wie ist das jetzt gedacht? Okay, every now and then wild animals can destroy your apiary. Most often bears. Oh, ein Hammer. So. Und wie
Wie werde ich jetzt hier? Nee. Hier, Korb. Willst du? Ist das jetzt irgendwie wichtig gewesen? Was da für Pilze waren? Schwierig. Okay, aber wir können die ganze Zeit Pilze sammeln. Und es ist voll okay. Arg gar nicht benannt. Arg Lab, so. Wunderbar. Ding ist jetzt, ich habe jetzt irgendwie 95 Geld. Und will ich jetzt wirklich irgendwie Geld für ausgeben für Bretter? Wenn ich 250 brauche, damit ich endlich mal ein Auto hier bekomme. Ich weiß ja nicht. Wir brauchen echt viel Geld. Und eigentlich müsste ich das Holz vermutlich auch mit einem Woodworking Table zu Brettern umarbeiten. Vielleicht lohnt sich das noch am ehesten. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zu dieser Markierung. Ich habe das Gefühl, dass die Markierung mit dem Kompass mir sagen will, dass mein Questziel ist. Bin nicht absolut sicher. Ach, dieses Spiel. Ich hasse es so sehr, wenn es Spiele gibt, wo ich nicht irgendwie sagen kann, Toggle. Ich habe diesmal nochmal nachgeschaut. Ich bin tatsächlich diesmal nicht so dumm, sehen, dass hier das Spiel sagt, oh nö, könnte es ja toggeln. Bloß nicht eingestellt. Manchmal, das gibst du, bin ich einfach zu blind. Das ist so. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass ich eine Brille mit 4, 5, 6 Dioptrien trage. Also, das, ja. Das hat schon so seine Gründe. Ach, stimmt, diesmal habe ich jetzt auch gar nicht auf den Bären geachtet. Ob hier ein Bär ist. Nein, keine Axt. Hammer. Oh ja, das sieht ein bisschen kaputt. Ah ja, praktisch. Das. Wenn jeder weiß, dreimal auf den Korb hauen, funktioniert er wieder. Okay, so. Was? Dann rennen wir jetzt zurück. Ah ja, okay. 3 Kilo Glas bekommen. Ah nee, ich glaube, ich hab Glas schon weggeschmissen, ne? War natürlich doof. Das Glas mal aufbewahrt für die Quest hier. Hoffentlich finden wir jetzt Glasmüll. Auch ein bisschen seltsam. Oh, dass man sich wünscht, Glasmüll zu finden. Für gewöhnlich ist das doch eher schlecht. Hier. Das ist natürlich praktisch, wenn wir das auch irgendwie irgendwo anders Müllcontainer haben können. Das fände ich schon gut. Frage ist, wo könnten wir denn jetzt noch Mülleimer platzieren? Ach, bloß da drüben. Ah, hier drüben scheint das möglich zu sein. Praktisch, hier ist auch noch mal Müll. So, wir wollen das. Was? Einer davon kostet 50. Seid ihr? Okay, den haben wir wenigstens for free bekommen, aber trotzdem. Okay, der sollte ich mir vermutlich wieder ein Floor-Sandwich, Boden-Sandwich holen. Muss definitiv daheim wieder neue Boden-Sandwiches kaufen. Sondern das rein. Den tragen wir zu Hause. Wie dumm. Ein weiterer lila Sack.
Nehmen wir doch mal hier jetzt aber noch mal wirklich eine Woodwork Table aufzustellen und schauen, ob wir damit dann das Holz, das wir da haben. Genau. Okay, es gibt anscheinend nicht so viele verschiedene Orte. Aber da ist einer. Oh, witzig, ich habe gar nicht $26,14, sondern das gerade hier gesehen habe. 26,14245 Dollar. Wichtig. Okay. Hier. War doch gerade so ein Interaktionsding. Säge, Säge, Säge. Ah ja. War cool. Jetzt habe ich ein Brett. Und bist denn du da drüben gelandet hier? Wo der herkommt? Ja, das heißt, ich kann jetzt die ganzen Bretter von hier, die ganzen Baumstämme von hier drüben hier rüber tragen und dann einzeln. Yay. Dann kann ich daraus Bretter machen. Kann ich vielleicht endlich mal meine Bruchbude reparieren? Yay. Bruchbude reparieren. Schön, dass ich den Baumstamm sonst wo trage, aber irgendwie gefühlt nicht da, wo er hin soll. Also irgendwie, das müssen sie, glaube ich, gefühlt noch mal üben. Und irgendwie geht mir auf den Zeiger, dass ich nur einen auf einmal tragen kann. Like, what the hell, please do not do this to me, game. Why do you do this? Da ist der erst gelandet. Ich war gerade sehr irritiert. Oh no. Please. Bleib doch einfach. Oh Herr. Gib mir Kraft. Ich sollte das einfach jetzt schnell machen, bevor sie sich wieder bewegen. Und ich muss auch fragen, hey Herr, kannst du mir bitte eine automatische Sägebank geben? Das wäre fantastisch. Ich wäre sehr dankbar. Stimmt hier. Wir sollten nochmal zwei Floh-Sandwiches bestellen. Und dann Nägel. Zwei, drei. Kein Geld mehr. Wah, 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 wah. Oh, die Pilze für 22. Oh, das lohnt sich. Aber wir sehen auch so, dass wir wirklich. Bretter sollten wir nicht kaufen für 14 Dollar. Viel zu teuer. Und können wir ja mit ein bisschen Geduld, ganz wenig, können wir die ja selber herstellen. Ich wünschte, wir hätten die Fähigkeit, mehrere Bretter, also mehrere von diesen Baumstämmen auf einmal zu tragen. Ich meine, ja, realistisch, aber das ist, ich glaube, das ist nicht so die ganze Idee von diesem Spiel. Oder? Soll das wirklich realistisch sein? Oder besser gesagt, wie viel Realismus tut einem Spiel gut? In diesem Fall würde ich sagen, nein. Vor allem, wenn es so janky ist, dass es dann irgendwie auch, keine Ahnung, die Baumstämme sonst wo landen. Das ist zum ersten Mal, dass der Baumstamm da gelandet ist, wo ich tatsächlich erwartet habe, dass er landet. Weil ich ihn auch getragen habe, wo ich ihn erwartet habe. Ich bin überrascht. Gut, diesmal wird auch kein Baum angezeigt. Baum angezeigt. Du auch. Noch einfach die Luft sägen.
So, kann bitte mal diese Nägel ausgewählt, Dankeschön. Okay, muss ich wirklich einzeln klicken? Tada, die Bahn steht wieder, Eureka. Necessities. Ich fände ja wirklich schön, wenn ich die nicht einzeln bestellen müsste. Warum muss ich denn alles in diesem Spiel einzeln machen? Es ist und bleibt ein Elend. Ja, also ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich finde das Spiel so weniger empfehlenswert, weil es ist halt. Also an so Simulatoren-Games gefällt mir ja, wenn sie irgendwie Spaß machen und wenn der Trash-Faktor halt auch irgendwie da ist. Aber halt, es soll nur da sein und nicht das Hauptding für das Spiel. Ich meine, das tut irgendwie gefühlt fast keinen Spielen gut, außer sie sind irgendwie der Goat Simulator, aber Goat Simulator spielt halt auch in einer ganz anderen Klasse. Und genau, von daher, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass viele Spiele davon wirklich, dass es ihnen gut tut, wenn sie so schlecht sind. Was soll ich über das Spiel sagen? Man wird ein bisschen reingespielt, ein bisschen angeschaut und ich finde es irgendwie nicht spielenswert. Es ist nicht irgendwie witzig, es ist nicht obskur, es ist einfach nur noch lange nicht gut. Ich meine, das Spiel ist im Early Access, das heißt, es könnte noch gut werden, aber da hat es noch einen langen Weg hin. Dass ich wirklich sagen kann, so, jo, das ist gut. Genau, auf jeden Fall noch die Lokalisierung. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Aber ja, ich glaube, das kann ich so abschließend dazu sagen. Wir haben es ein bisschen umgespielt, ein bisschen probiert, ein paar Quests gemacht. Ihr könnt es auch ohne Quest spielen, also komplett im Free Mode, aber ich glaube, ohne das ist es nochmal, also auch schwerer, weil wir dann das Geld nicht bekommen. So also ohne Anleitung vielleicht noch schwieriger zu spielen. Aber ja, da wäre ich auch gespannt auf euer Feedback, was ihr sagt, so sagt. Sagt ihr so, nee, das ist doch voll super. Ein bisschen mal frei rummachen und ich meine, will ja eh nicht bestimmt bekommen. Und dann Stück für Stück irgendwie hier allen Müll und das Ding aufräumen. Ja, keine Ahnung. Also, da wäre ich auf euer Feedback gespannt. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne ein Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.